der Name Yukari hat überhaupt keine Bedeutung. Und das ist doch gut so. Ich habe sogar gegoogelt, ob das nicht in irgendeiner Sprache Penis heißt oder so. Aber es gibt nur ein ähnliches Wort in Bulgarisch, glaube ich, und das heißt Spielzeug oder so. Damit kann ich leben. Oh, in der Wunde rumstochern, genau. Nein, also Yukari ist einfach. Ich wollte irgendwie einen Namen, der irgendwie cool klingt. Also so namenhaft, als wäre es ein richtiger Name oder so. Hauptsächlich so habe ich mir den mit ungefähr 13 überlebt, als ich jede Menge so Online Massive Multiplayer Shit und sowas gespielt habe. Und ich einen Namen brauchte für meinen Charakter, der nach einem Namen klingt, aber einen, der nicht schon vergeben war. Und darum kommen die zwei I's am Ende des Namens, weil wenn man zwei I's am Ende schreibt, dann hat man normalerweise, wenn man Glück hat zumindest, einen Namen, den noch keiner hat. Bei Twitch hat das leider nicht funktioniert, darum der Unterstrich. Aber naja, gut. Zumindest als ich noch 13 war, waren noch nicht so viele Menschen im Internet unterwegs. Und da hat es noch funktioniert. Das war eigentlich so der Urstein des Namens oder so. Oder zumindest der zwei I's am Ende. Und es klingt japanisch. Und das fand ich cool. Ich mag Dinge, die japanisch klingen. Theoretisch haben nämlich auch japanische Verben teilweise. Warte, Verben oder Adjektive? Adjektive, glaube ich. Zwei I's am Ende. Von daher ist das voll so krass japanisch. Nein, eigentlich nicht, aber darum wird es auch so ausgesprochen. Wie japanisch oder so. Oder man kann es zumindest japanisch aussprechen. Wenn man denn möchte. Weg nach Hause. Ja, Rohstoffe mitnehmen. Das gucken wir uns auch noch an. Warte, wollte ich nicht? Ach, ich kann keine Spiele machen. Ja, ja, ist okay. Warte, forsche ich gerade gar nicht. Na, ich möchte gerade eigentlich, bevor der Sturm kommt, möchte ich noch Speer haben. So, und jetzt kann ich auch noch zwei oder drei? Machen wir drei. So. Gut. Oder wollte ich noch was bauen? Ich wollte nämlich eine Kohlemine noch bauen. So. Bevor ich das alles hier wieder ignoriere. Das ist dumm. Nein, wir wollen effizient bauen. So. Da und passt das? Passt, glaube ich. Männerspielzeug. Da hast du noch mit He-Man-Figuren gespielt. Ach, wie süß. Ja, nein, so 13 war so ungefähr die Zeit, als ich von meiner Mama den ersten Laptop geerbt habe oder so, mit Internetstick und ganz Retro und sowas. Und dann habe ich mich in die große Welt des Online-Gaming begeben. Also so Sachen wie so. Kennt irgendwer von euch zufällig Nostale? Einfach nur so mal so für den Fall, dass das irgendwer kennt. Das habe ich gesuchtet wie sonst nichts. Ich habe sogar ein bisschen Metin gespielt und sowas. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Also Metin 2. Aber das fand ich irgendwie nicht so cool. Aber Nostale, das war. Ich gehe sogar immer noch manchmal rein, einfach weil es ultra niedlich ist und voll schön. Ja, das so Namen finden, so heutzutage im Internet, ist irgendwie nicht so cool. Aber irgendwie gefällt mir Yukari. Da kann man was draus machen. Oder ich kann damit leben. Zumindest habe ich diesen Namen quasi so in Online-Welten schon seit ich eben 13 bin. Also, wenn er mir bis jetzt noch nicht irgendwie zu doof geworden ist, glaube ich, hält das auch noch ein bisschen. Genau, mit drei I am Ende. Ich habe auch schon überlegt, als ich. Ist das gerade mein PC, der da gerade. Ah, mein PC macht wieder Geräusche. Na komm, ein bisschen dran wackeln. Vielleicht funktioniert's. Ja! Ja, mein PC braucht manchmal ein bisschen Liebe.
Also ich habe tatsächlich auch überlegt, als ich bei Twitch gesehen habe, dass Yukari mit 2i am Ende belegt ist, ob ich dann einfach 3i mache, weil konsequent oder so. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden. Vielleicht wäre es sogar gut gewesen. Weil irgendwie so Unterstriche im Namen, das ist irgendwie hässlich. Aber naja. Ich glaube, man kann auch damit leben. Ein Yucca-Palme. Okay. Ja. Ich sehe die Assoziation. Ich kann es nachvollziehen. Ich fühle mich davon auch nicht beleidigt, von daher ist das okay. So, Laufett. Laufe er schnell. So, Forschung. Autonome. Okay. Ah, kriegen wir hin, ne? Vollständige Mahlzeiten. Ach ja, richtig, das auch noch. Wie lange habe ich denn noch Zeit? Ich habe noch einen Tag, okay. Wirtshaus haben wir gemacht. Ach, dann können wir ja eigentlich mal das hier mit dem Schnaps machen, dass die Leute nicht so mega unzufrieden mit der Suppe sind, ne? Und Alkohol ist doch immer gut. Wenn ja jetzt sogar schon Computeralkohol mögen. Dann kann das doch für unsere Leute auch nicht schlecht sein, ne? Genau. Dann muss ich mir ganz viele Yucca-Palmen hier aufstellen und denen Gedichte vorlesen. Neues Format oder so. Ja, genau. Stichwort Gedichte vorlesen. Zwei dumme ein Gedanke, würde ich sagen. Womit ich natürlich nicht deine Intelligenz angreifen wollte. Vielleicht ein bisschen. Okay, wollen wir mal... Nee, Treibhaus müssen wir eigentlich nicht ankurbeln, oder? Nee, das passt eigentlich schon. Warte, ist das... Ach, du hast kein Kram mehr, oder? Nee, hast du nicht. Okay. Baue ich dann vielleicht hier noch ein Sägewerke? Ah, dass da immer so Rohstoffe kaputt gehen bei. Das ist so ärgerlich. So, das ist keine schöne Straße, aber gut. Yay, endlich werden Gedichte verständlich. Also, kannst du nicht lesen? Hust, hust. Normalerweise kenne ich eigentlich keine Gedichte, die in Akzent geschrieben werden. Aber ich kann mich ja auch irren, ich meine, so ist nicht. Kennt ihr Heinz Erhardt? Ich finde seine Gedichte cool. Ich glaube, das ist das einzige Gedichtsbuch, was ich besitze. Gedichte von Heinz Erhardt. Ich war eigentlich nie so ein großer Gedichtsfreund, muss ich zugeben. Stichwort Hörbücher, okay. Gibt es Gedichte in Hörbuchform? Also gibt es bestimmt, aber... Hört sich das jemand an? Ich merke schon, ich glaube, ich bin bei diesem Themengebiet nicht ganz so bewandert, wie ich es vielleicht sein sollte. Ja, okay, welcher normale Mensch liest freiwillig Gedichte? Ja, Touché, Punkt für dich. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Hier und jetzt ein Gedicht. Nee, ich habe absolut keine Ahnung von Gedichten. Das sind so die Dinge, die sich reimen müssen, ne? Ich glaube, damit brauchst du mir nichts zu kommen. Und nur weil ich ein Gedichtsbuch habe und besitze, das heißt noch lange nicht, dass ich es irgendwann mal gelesen habe. Doch, ich habe es mal gelesen. Vor langer, langer Zeit. Oh, yay. Okay. Gefährlich rückständig, diese Stadt. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Aber wir haben zwei neue Leute und einen neuen Menschen mit Prothesenkram. Warum
Ach, wir haben kein Holz mehr. Ach ja, ihr Ottos. Ihr Ottos, warum habt ihr denn kein Holz? Ah ja, dann baut doch Holz ab. Oder nicht? Ach, wir haben schon zwei gebaut. Warte, warum werden denn jetzt noch zwei gebaut? Wollte ich vier bauen? Na, machen wir erstmal drei. Und dann einer Stahl auf jeden Fall. Und was ist da? Ja, okay, machen wir da auch einen. Und der dritte kommt dann zum Holz. Ja. 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 Doch. Doch, doch, doch. Was ist mit Forschung? Ach, wir sind schon... Ja, sag das doch einer. Sag das doch einer. Machen wir mal das, damit die ein bisschen schneller unterwegs sind. Okay, sehr gut. Da gibt es Leute, die gute Gedichte schätzen können. Ja, okay, er hat mehr gemacht wie Gedichte. Das stimmt schon. Aber seine Gedichte waren auch sehr toll. Und wie gesagt, das einzige Gedichtsbuch, was ich habe. Sehr schön. Ja, sehr schade, dass er tot ist. Das ist sehr traurig. Es ist immer traurig, wenn coole Leute sterben. Oder dass Leute überhaupt sterben, also. Ich finde, das ist ein Unding, ist das. Können Sie es auch wagen? Gehen wir mal ganz schnell dahin. Also ich bin immer noch dafür, dass wir jetzt einfach mal eben schnell ewiges Leben erfinden. Und dann passiert sowas nicht mehr. Ne? Bin ich für. Ich meine, wer braucht denn schon Tod und Verderben? Abgesehen von in einem Spiel wie dem. Hier macht es das doch sehr interessant. Aber bei allem anderen braucht man das doch nicht. Das stimmt natürlich. Aber dann hat man ein längeres Leben gelebt. Es ist potenziell noch besser. Und Thema Überbevölkerung, ja, dann gehen wir halt auf den Mars, ne? Ist ja nicht so, als wäre kein Platz da. Müssen halt nur dahin gehen. Das kriegen wir auch noch hin. Wir sollten nur mal irgendwie aufhören, so systematisch die Erde zu zerstören oder so. Fragezeichen. Möglicherweise. Was will ich gerade? Diese großen Fragen der Menschheit lenken mich davon ab. Von den kleinen Fragen der Menschheit ab. Was tue ich? Warte, erstmal tue ich das hier. Dampfkerne, ja. Geht doch. Okay, und dann haben wir hier gar nichts mehr. Da wir gerade sogar noch Dampfkerne übrig haben, könnten wir ja mal gucken, dass wir darüber laufen, oder? Ich meine, die haben echt viel gerade am rumtragen, aber vielleicht, weil ich will da jetzt nicht noch irgendwen hinschicken. Wobei mir einfällt, wir haben jetzt Leute, ne? Also Platz für Leute, das wollte ich sagen. Das heißt, wir können vielleicht noch einen irgendwie da hinschicken. 2 Tage dauert das. Nee, das ist mir, glaube ich, zu heikel. Das ist mir ein bisschen zu... Das ist... Nee. Das möchte ich nicht. So. Ja, außerdem, umso mehr Menschen da sind und umso besser die Bedingungen für Menschen sind, umso weniger Kinder bekommen sie ja sowieso. Also von daher müssen wir eigentlich nur aufhören, irgendwie... Oder beziehungsweise
bessere Lebensbedingungen zu schaffen für so ärmere Länder und so. Und dann erledigt sich das mit Überbevölkerung eigentlich von selbst. Ah, okay, wenn ich die zu einem bereits erkundeten Ort schicke und von da aus weiter, dann sind sie schneller. Okay. Dann mache ich das mal. Ja. Konzentrieren ist manchmal eine gute Sache, möglicherweise. Zumindest wenn ich hier nicht sterben will. Ich sollte vielleicht auch mal wieder Kohle nachproduzieren, fällt mir dabei auf. Ja, ach, wer ist denn schon? Wer will denn schon spielen? Wir sind hier, um die Weltpolitik zu diskutieren, bitteschön. Ich meine, immerhin ist das hier ja auch ein postapokalyptisches Spiel, also. Macht schon Sinn. Es gehört ja quasi zum Thema. Gut, Kohle ist gerade. Was machst du da eigentlich? Baut das auch irgendwer jetzt ab? Sammelstelle. Okay, da arbeiten die ganzen Leute. Okay. Ja gut, da arbeitet auch jemand, aber das ist jetzt gerade nicht so sehr nötig. Das heißt, du gehst mal darüber. Es wird bald wieder kalt. Das ist natürlich meh. Okay, die sind sehr warm. Das heißt, das ist gar nicht so schlimm, dass es kalt wird. Okay. Ja, darfst du machen. Ein bisschen Wissen kann nicht schaden. Ich bin immer für Weiterbildung und so. Yay, Menschen sind wegen mir hier. Yay. Das freut mich doch. So, die brauchen alle noch ein bisschen. Ja gut. Was machen wir sonst? Oh, da könnte mal irgendwer irgendwas tun. Haben wir eigentlich... Ja, anscheinend haben wir das mit den Rationen geklärt. Das heißt, wir könnten theoretisch die mal da reinpacken. Und dann bauen wir noch so einen freundlichen Freund, oder nicht? Brauchen wir Heizung? Also ich könnte natürlich so Effizienz und so ein Kram mal machen. Ja. Ich möchte alles erforschen auf einmal. Bitte einmal alles. Ich könnte eigentlich, das wollte ich nicht, ich wollte das. Ich könnte noch eine Werkstatt bauen. Eine bringt mir noch was. Vielleicht dahin. Und dann könnte ich noch ein bisschen Werkstätten. Ein bisschen schneller. Ja, weitersenden. Das muss ich, ja. Bei mir ist immer so das Problem, dass ich Dinge sehr gerne vergesse. Ja, theoretisch ist es ja auch noch nicht so kalt, dass die Pflanzen jetzt instant sterben. Also von daher
Kriege ich schon hin. Schaffe ich schon. Minus 60 hatte ich ja, glaube ich, schon mal. Von daher, bis Tag 21 bin ich erstmal noch gut unterwegs. Okay, und hier. Du gehst dahin. Und wer ist da? Erforschen, mitnehmen. Ja, ich habe auch schon im ersten Dings sofort alle Werkstätten, weil Forschung ist mir wichtig. Ich glaube, das ist eigentlich in jedem Spiel so, dass das Erste, was ich mache, eigentlich Forschung maximieren ist. Das macht ja auch meistens echt verdammt viel Sinn. Forschung ist eine gute Sache. Ich habe doch gar nicht so viele. Ich habe gar keine Kranke. Ach ja, guck. Ja, dann. Machen wir das mal so. Du, was tust du? Erforsche. Ein Tag und eine Stunde. Schaffe ich das noch, dahin zu rennen? Ich hoffe es. Ich hoffe, ich schaffe das. Also wenn nicht, dann werde ich mich ärgern. Aber das ist okay. Ich habe auch letztes Mal irgendwie Leute verloren. Durch Dummheit. Also von daher, die sind das gewöhnt. Bestattungszeremonie. Bei mir stirbt keiner. Zusatzration für Kranke. Ja, machen wir das einfach mal, auch wenn hier keiner irgendwie zu sterben hat bei mir. Aber nur für den Fall machen wir das mal. Ja, wer braucht schon Essen? Ach, und Miete und so. Ach, wird alles überbewertet. Okay, random Sachen erforscht. Siehst du, jetzt kann ich nämlich viel besser andere Dinge tun. Coole Dinge. Das ist doch das Einzige, was wir alle wollen. Coole Dinge tun. Ja, wann können wir eigentlich mal Generatorreichweite pullen? Nein, können wir nicht, weil ich kein Geld habe. Aber das könnte ich machen. Das ist gut. Ja, Dreck. Hat noch nicht mal bei dir funktioniert. Deine Argumente sind schwach. So, warte. Kohlebilanz. Kohlebilanz ist gut. Essensbilanz ist nicht gut, aber wir haben genug Essen. Niemand ist krank, erstaunlicherweise. Unsere Häuser sind alle warm. Ja, cool. Die Dinger sind sogar noch. Ja, es ist doch alles perfekt. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Eigentlich ist gerade alles gut, oder? Alles tutti. Oder so. Okay, Beerdigungszeremonie für den einen Typen. Wo ist das Friedhof? Da. Typ Nummer 1. Ist okay. Der darf tot sein. Der eine Wissenschaftler, der vom Wissenschaftlernen gestorben ist. Ja, es ist halt doof, wenn man es halt einfach nicht kann. Ich hoffe, der kriegt das noch hin. Gerade eben so. Ja, Eigentum ist schon ganz geil eigentlich. Du bist auf meine Reaktion in 16 Stunden gespannt. 16 Stunden in Form von der Typ geht zum gefrorenen Teich und stirbt dann, oder? Welche 16 Stunden meinst du? Ja, Eigentum ist vor allem eigentlich deswegen ganz schön, weil dann hat man nicht so dieses Problem, dass es halt einem nicht gehört. Ich finde das irgendwie ganz cool, wenn es dann irgendwie schon so das eigene ist. Da muss man sich auch nicht mit irgendwie
komischen Mietern oder Vermietern rumschlagen oder so ein Kram. Das ist eigentlich schon ganz gut. Okay, du... Ja, nimm mal random Kram. Und das kannst du auch noch mitnehmen. Und du... Du latschst da einfach noch so random durch die Gegend. Okay. Der andere Speer. Meinst du den, der jetzt hier nach... zu den anderen Leuten da hochgeht oder was? Ich bin verwirrt. Egal, ich bin immer verwirrt. Das ist okay. Ja, das ist doof, wenn man die Nachbarn nicht mag. Darum muss man Eigentum haben, wo es einfach keine Nachbarn gibt. Dann hat man die wenigst mögliche Interaktion mit Menschen. Das ist immer gut. Umso weniger Menschen, umso besser. Wird der gerade gebaut? Ich glaube, der wird gerade gebaut. Dann machen wir zwei davon. So. Elf Zuschauer seid ihr? Elf ist gut. Ist eine gute Zahl. Ja, ich bin gespannt, was kommen wird. Wahrscheinlich wird wieder sowas kommen wie im ersten Szenario und alle sterben, alle hassen sich, meine ganzen Leute wollen auswandern. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Aber das ist in Ordnung. Ich bin's ja gewöhnt zu leiden. Du bist der böse Nachbar. Oh, wie schön. Okay, kalt. Aber die Kälte ist noch machbar. Ich speichere mal. So. Random. Fällt mir dabei auf. Es ist zwar heute noch nicht abgestürzt, aber... Okay, wir haben einen neuen mechanischen Freund. Herzlich willkommen, mechanischer Freund. Stahl? Fragezeichen. Wie sieht es denn so aus mit Random-Produktion? Das sieht gut aus. Da haben wir... Wir haben so viel Holzverbrauch pro Tag. Das ist krass. Warum haben wir so viel Holzverbrauch pro Tag? Brauchen die Dinger Holz? Ich sollte vielleicht mal diesen komischen... das da bauen. Oder nicht? Doch. Doch, ich glaube, das sollte ich irgendwann mal bauen. Oder erforschen. Bis dahin machen wir aber, glaube ich, erstmal Stahl. Machen wir erstmal meine autonome Stadtquest zu Ende, glaube ich. Hallihallo, Rohrschneider. Jetzt bin ich plötzlich sogar schon die Eiskönigin. Ich habe mich von Prinzessin zu Königin, zur Eiskönigin, was war noch zwischendurch? Hexenkönigin war ich auch noch. Aber Hexenkönigin gefällt mir besser als Eiskönigin. Muss ich sagen. Hexeneiskönigin? Eishexenkönigin? Weiß ich nicht. Ja, es waren, glaube ich, drei Tote. Also bis jetzt, hier in diesem Spiel, ist es nur ein Toter. Dem anderen waren es, glaube ich, drei oder so. Universaltalent, natürlich. Dampfkerne. Ja, cool. Und dann gehen wir wieder ganz, ganz schnell zurück nach Hause. Da wird kalt. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, mein Speer wird kläglich vernichtet werden. Aber gut, es war ein Versuch wert. Warte, hat der Speer Sachen bei sich? Ach ja, okay, das ist zwar ärgerlich, aber nicht ganz so schlimm. Wenn er jetzt einen Dampfkern dabei gehabt hätte, dann wäre das sehr verdrießlich gewesen. In Krisenzeiten wird man schnell befördert. Pfff, willst du mir irgendwas sagen?
Also, ich muss doch sagen, ich habe doch hier ganz schön mit meinen Skills aufgewartet. Zumindest gestern. Ich bin eine gute Königin. Bitteschön. Ich lasse mir da auch nichts anderes erzählen. Du Doofi. Jetzt bin ich beleidigt. Oh. Mach ich noch irgendwas? Brauche ich noch irgendwas? Ich glaube, ich brauche nichts. Es lebe der König. Das wollte ich. Ich wollte forschen. Richtig. Lenkt mich doch nicht so ab. Ich muss hier meine Leute retten. Ich muss wichtige Dinge schaffen oder so. Ich wollte nämlich irgendwas erforschen, aber jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich eigentlich machen wollte. Ach Mann. Wie sieht's denn mit Kälte aus? Es wird wieder wärmer und dann ganz lange nichts. Okay. Das heißt, wir brauchen diesen Kram jetzt eigentlich nicht so hundertprozentig. Ich könnte mal Stufe 4 erforschen. Ja, doch, ich weiß wieder, was ich brauche. Ich brauche den Mauerbohrer. Das war's. Ach, Leute. Ja, genau, der Typ hier wird schon gebaut. Diese komischen Dingsbums-Dinger, die irgendwelche Gebäude begatten. Genau diese Dinger. Genau das brauchen wir. Eine Danksagung. Ja, wie schön. Das ist doch... Das ist genehmigt. Ja, aber ich finde, diese Dinger sind sehr gut darin, Gebäude zu begatten. Das gefällt mir sehr gut. Ist das hier Roboterporn, was wir uns angucken? Wahrscheinlich. Kriegt das einen Twitch-Bann? Wahrscheinlich auch. Ein Wegpunkt. Oh, dieser arme Speer, er wird so sterben. Wie er einfach schon alles voll ist mit Tod und er ist immer noch da draußen. Na gut. Ach, wie schön, Rohrschneider. Sport ist doch was Schönes. Aber ich fürchte auch, der Regen hat es wahrscheinlich nicht besser gemacht insgesamt. Ja, stimmt. Theoretisch kommt der Sturm erst in 8 Tagen, aber hier hinten kommt der Sturm ja schon ein bisschen früher. Von daher, naja, mal gucken. Marbohrer. Wie sieht's aus mit meinem... Der braucht noch eine Weile. Na gut. Rohstoff für Mauerbohrer. Machen wir den doch mal dahin. Sträßchen. Oh, ist das eine hässliche Straße. Das ist ja furchtbar. Na komm. So. FSK 18? Ja, wahrscheinlich. Und wenn überhaupt. Ich musste jetzt natürlich wieder einen Dampfkern ausgeben. Das ist natürlich nicht so cool. Aber dafür kann ich dann da einen automatischen Typ hier reinstecken. Und dann ist das alles wieder besser. Ja gut. Wie viel brauchen wir eigentlich hier für 125? Okay. Machen wir erstmal das und dann versuche ich gleich mal die 4. Stufe zu erforschen. Ich glaube, ja, doch. Doch.
Wie die sich da aber echt einfach immer so reinsetzen. Sieht schon echt verdammt cool aus, so ein bisschen. Ich speichere jetzt erstmal. Speichern. Fortsetzen. Und dann gucken wir uns mal an, was die hier... ich werde das jetzt wahrscheinlich relativ schnell wegklicken müssen, weil letztes... Oder in der Regel, wenn ich irgendwo länger auf diesen erforschen Sachen drauf bin, ist es bis jetzt immer abgestürzt. Das heißt, ich muss schnell irgendwo draufklicken und danach nochmal das Tagebuch lesen. Ist natürlich nicht so cool, aber... Na gut. Wir werden versuchen zu helfen. Ja, das ist eine gute Sache. So, jetzt gucken, was... So. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade angeklickt habe. Aber besser als abstürzen. Na gut. Viel Spaß beim Duschen. Na gut. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Ah, da ist es. Okay. Das habe ich gesucht. Na gut. Okay. Aber ich kriege das hin. Ich werde das in Angriff nehmen. Na gut. Ist mein Typ gebaut? Wie rum ist meine Stadt? Warte. Wo ist meine Fabrik? Eine Fabrik muss oben sein. Ich glaube, da ist oben. Da ist meine Fabrik. Ja, okay. So rum ist richtig. So. Holz und Stahl. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ist okay. Kriege ich hin. Hoffe ich. Erstmal Rohstoffdepots bauen. Ah, das habe ich schon wieder dumm gebaut, oder? Zumindest nicht schön. Ach, warum ist das wieder so? Nee. Okay, das funktioniert so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Na gut. Wie viel Platz habe ich denn überhaupt für irgendwas? Ich weiß es nicht. Na gut. Ich baue einfach noch ein paar von den Dingern. Warte, was ist das überhaupt? Ja, doch. Okay. Ist doch das Richtige. Was sagen wir so riesig aus? Okay, vielleicht sollte ich mal ein paar mehr Leute da reinschicken. Weil das geht mir doch ein bisschen zu langsam, muss ich sagen. Da arbeitet auch einfach... Also da muss doch gar keiner arbeiten. Das ist doch... Ist doch alles gut. Okay. Dann kannst du eigentlich mal da drin arbeiten, oder nicht? Das macht 12 pro Stunde. Wie viel macht das? Ja, okay, jetzt gerade gar nichts. Ja, okay. Schwimmflügelchen für den Rohrschneider. Sehr gut. Okay, du bist immer noch nicht in dem Sturm. Das ist doch gut. Und da gibt es sogar Dampfkerne. Ja, cool. Und das war's sogar. Das heißt, ich kann dich wieder direkt nach Hause schicken. Ja, perfekt. Er ist nicht gestorben. Wir haben alles abgegrast. Ja, sehr gut. Cool. Oh je, Nachbarn mit Kind. Das ist ja furchtbar.
Ist das Stahlwerk? Ja, okay. Wie ist das eigentlich gerade mit Kohle? Weil das sieht irgendwie nach sehr viel Kohle aus. Tatsächlich. Ja, krass. Na gut. Da machen wir mal ein bisschen Holz rein. Da machen wir mal ein bisschen Stahl rein. Und du bist da angekommen. Okay. Hat er eigentlich... der hat sogar Dampfkerne dabei. Ah, den sollte ich vielleicht bald mal nach Hause schicken. Vielleicht hört das Baby ja auch auf zu weinen, wenn es Rammstein hört. Entweder weil es so verstört ist oder weil es sich denkt, hey, gar nicht so schlecht. Was schon einiges über dieses Baby aussagen würde. Okay, was will ich? Warte, ich habe gerade ganz viele Ressourcen bekommen von dir. Dich kann ich aber nirgendwo mehr so wirklich hinschicken. Darum lösen wir dich auf. So, auflösen. Gut. Das heißt, du gehst... Ihr könnt eigentlich mal Essen machen gehen, oder? Einer kann einfach mal aus Prinzip da reingehen. Der Rest geht Essen machen? Fragezeichen? Ja, komm. Obwohl, nee, da wollte ich auch noch meinen automatischen Typ reinklatschen, ne? Ja, das machen wir da. Und... Warte, habe ich nicht gerade aufgelöst und bekommen jetzt ganz viele Menschen? Die Stadt ist völlig autonom. Sehr gut. Ja, machen wir. Müsste ich nicht Leute bekommen? Wir haben jetzt ganz viel Kram. Das heißt, wir können noch zwei so davon bauen oder so. Und dann ist das gut. Genau, du warst vor denen da. Du hast ein Anrecht auf quasi das, auf die Ruhe. Du bist quasi derjenige, der das Sagen hat. Genau so muss man das sehen. Und ich komme gleich ins Schwitzen. Okay. Bin ich mal gespannt. Ja gut, irgendwas bauen oder so. Also eigentlich brauche ich ja gar nicht so viel zu bauen gerade. Ich brauche vor allem das hier. Ich brauche Forschung. Okay, wir haben noch einen gebaut. Wo packe ich den denn hin? Den packe ich vielleicht da... Nee, den packe ich erstmal ins Holz. So. Holz. Wobei ich dann natürlich auch bald noch so ein Mauerding da bauen könnte, ne? Kann ich noch einen bauen? Oder kann ich nur einen bauen in diesem Szenario? Das sieht fast so aus, als könnte ich nur einen bauen. Das ist ja doof. Eigentlich fand ich die echt cool. Meh. Na gut. Dann eben nicht. Ja, ich habe irgendwie auch merkwürdige Nachbarn. Die beschweren sich irgendwie andauernd wegen irgendwelchen Sachen. Voll nervig. Prozent des Tagesziels. Sehr schön.
Gut, ja, sonst so? Du kommst gerade nach Hause? Ja, okay. Gut. Hilfe für Neu-Manchester. Da gibt es ein Tutorial zu. Okay. Ja, gut. Kriege ich hin. Hoffe ich. Löse alle Expeditionen und sammle 8000 Kohle. Ja, okay. Und 500 Essensrationen. Ja, ist gut. Kriege ich hin. Kriege ich hin. Kriege ich hin. Ich muss nur gerade noch ein bisschen random Kram und so. Drei Bier sind 180% deines Tagesziels. Gut gemacht. Solange du die drei Bier nicht auch in deinen Computer gekippt hast, ist alles gut. Ja, ich weiß, eins von drei. Ich kann es ja trotzdem versuchen. Ich habe ja noch 7 Tage. Ja, ich habe auch letztens irgendwann so 20 Kilometer gemacht oder so. Ist schon lustig, wie solche Apps dann abgehen. Wenn die so den Grundumsatz irgendwie von 6000 Schritten haben oder so als Tagesziel und man dann plötzlich irgendwie so fast 30.000 macht. Ist schon witzig. Dann sind die Apps immer so unglaublich begeistert und man bekommt so ein Achievement übers andere. Okay, machen wir das vielleicht anders. Machen wir das dahin. So. Ja. Oh. Oh je, oh je. Da ist doch was. Durchsucht und nimm Rohstoffe. Gehe ich da jetzt auch noch hin? Ja, komm. Nehmen wir das auch noch mit. Ja, es ist halt auch schon irgendwie ein bisschen blöd, wenn man sein PC mit Bier tötet, ne? Bist du ja selbst schuld ein bisschen. So. Machen wir noch ein bisschen Speed. Denn Drogen sind gut oder so. Machen wir vielleicht noch ein bisschen davon. Ach so, ja. Kohle und Kohle und Kohle. So. 8000 Kohle brauche ich. Küchen. Sicher in die Stadt zurückgekehrt. Ja, perfekt. Da hinten kommt der Sturm. Das ist nicht so cool. Aber dann löse ich den wieder auf. So. Gut, dann habe ich wieder ein paar Leutchen. Da muss auch Kohle rein. Und diese paar Leutchen könnten, was könnten die tun? Die könnten random hier Holzkisten abbauen. Ja, komm. Ich habe überlegt, dass ich vielleicht morgen anstelle von Hubris ein bisschen weiter GT New Horizon spiele. Also ist gar nicht so dringend, schätze ich. Ich glaube, ihr braucht meine Hilfe gerade mehr als Hubris. Und weil ich sowieso schon seit Ewigkeiten gefühlt kein Hubris mehr gespielt habe, ist das, glaube ich, auch nicht so schlimm, wenn ich noch eine Woche das aufschiebe. Und GT New Horizons ist ja auch Minecraft, ist ja quasi dasselbe.
Und vielen Dank für den Follow, Undertaker. Und Hallihallo, Theo oder Theodos. Und wir haben Leute, die irgendwo angekommen sind. Ja. Erforschen, Rohstoffe mitnehmen. Okay, dann sind wir da auch fertig. Das heißt, der kann auch wieder zurücklaufen. Und damit haben wir quasi die gesamte erforschbare Welt abgegrast. Das ist doch schön. Dann kann ich auch bald... vielen Dank für den Cheer. Und ja, Rohrschneider, wir wissen doch alle, dass dir nicht mehr zu helfen ist. Der Druck bei mir wächst. Mein Herz schlägt schneller, um Gottes Willen. Ja, der Sturm kommt auch näher. Alles ist furchtbar. Ihr wollt mich doch alle nur leiden sehen. Ich weiß es ja. Ihr habt doch Spaß daran. Hab ich so das Gefühl. Aber ich kann es nachvollziehen. Es macht mir ja auch Spaß zu leiden. Oh, was mache ich jetzt? Ich hätte ja eigentlich schon echt gerne Leute in meiner Werkstatt, ne? Das wäre ja schon ganz cool irgendwie. So grundsätzlich. Wozu brauche ich eigentlich in diesem Szenario irgendwie so neue Hausentwürfe oder so ein Kram? Wenn ich sowieso bis zum Ende irgendwie nur 50 Leute habe, maximal. Ist das sinnvoll? Das hier ist, glaube ich, sinnvoll. Das ist vielleicht auch sinnvoll. Das ist auch sinnvoll. Das ist sinnvoll. Das möglicherweise auch, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das auch. Ja, ich mache erstmal, damit ich schneller forschen kann. Das ist vielleicht... vielleicht eine gute Sache. Und ich habe noch einen Typi. Ist die Frage, wo habe ich noch keinen? Hauptsächlich an diesen random Dingern hier. Da. Aber ich brauche ja sowieso 8000 Kohle, von daher mache ich den, glaube ich, dahin. Ja. Ja, also ich meine, wenn man sich mal so meine Spielgeschichte hier auf Twitch anguckt, ich meine, die Spiele, die ich am meisten spiele, sind Hubris, also eigentlich fast nur Spiele, sind Hubris, also Minecraft im asozialen Mode mehr oder weniger, mit Tod und Verderben und alles ist furchtbar. Und RimWorld, was sowieso an sich ein Spiel ist, wo einfach nur Tod und Verderben und alles ist furchtbar ist. Und jetzt das. Also irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass man irgendwo einen roten Faden sieht in meiner Spielkarriere oder so. Habe ich so die Befürchtung. Warum sind jetzt plötzlich überall Frostbeulen? Was ist falsch mit euch? Ach, ist das, weil ich euch da rausgeschickt habe zum Sammeln oder was? Zugegebenermaßen war das vielleicht nicht schlau. Ja, und das bringt halt auch nicht so viel. Aber auf der anderen Seite, was mache ich sonst mit euch? Ich kann natürlich wieder... ja, ja. Ich kann ein paar Leute hier reinschicken. Das macht natürlich Sinn. Was ist das? Wirtshaus und Speisehaus. Speisehaus könnte möglicherweise noch Sinn machen, da jemanden reinzuschicken. Nee. Eins weniger da und das nicht das da. So. Ja gut. Ach, passt schon. Ja, bis jetzt. Ich habe aber so die Angst so vor dem Sturm.
Die Ruhe vor dem Sturm ist das. Punkt 1, Peitsche besorgen. Peitschen sind immer gut. Naja, aber warum muss man jemanden denn, der leiden mag, mit Handschellen irgendwo festmachen? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Diese Person würde das sowieso nicht versuchen wegzulaufen, oder? Arbeit ist gut. Ach ja.